eine unglaublich komplexe Aufgabe. Wir werden Jahrhunderte brauchen, um dieses Problem zu lösen. Wie gehen wir vor? Wir haben ein Produkt, also Ding mal Ding, und das soll 0 sein. Wir wenden den Satz vom Nullprodukt an. Das heißt, ich sage, entweder der erste Faktor ist 0 oder der zweite Faktor ist 0. Sprich, entweder x minus 2 ist 0, sprich, x ist 2, wenn ich die 2 rüberbringe, oder x minus 4 ist 0, sprich, x ist 4. Das war's. Damit haben wir die beiden Lösungen.